Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wild West, how to do Gunspinning Tricks. Bevor wir in die nächste Lektion gehen, möchten wir euch ein paar kleine Übungen zeigen, wie ihr mehr Kontrolle erlangt, damit das Ganze einfach schneller geht. Ich fange einfach mal an. Das habe ich auch die ganze Zeit gemacht. Und ich denke, man kann gegenüber den anderen Folgen auch schon so einen kleinen Fortschritt bemerken. Du wirst es hoffentlich gleich bestätigen. Ja. Ich lege einfach mal los. Also jeweils ein zurück, ein vor, zwei zurück, zwei vor, drei zurück, drei vor. Ganz einfach. Eins, zwei. Fertig. Das immer in der Schleife machen und ihr werdet sehen, in einer Woche habt ihr drauf. Grüße an Bo, der hat geschrieben, zeigt uns doch mal den Road Agent Spin, auch bekannt als Curly Bill Spin. Matze, du kennst den, glaube ich? Ich kenne den, ja, aber tatsächlich habe ich den selber selten geübt, aber wir probieren es natürlich. Wir probieren es mal. Ich mache mit. Ja, und zwar ist es ja, als ob man die Waffe übergeben möchte oder muss. Ja. Man zieht die langsam raus. Mit dem Griff nach vorne, dann greift man mit dem Finger an den Hahn. Okay, also bei dir ist es der Mittelfinger. Bei mir ist der Mittelfinger, ja. Bei mir wäre der Zeigefinger. Genau. Als ob man die Waffe übergeben möchte, dreht oder kippt die nach unten, lässt sie nach unten kippen, hat die auf dem Finger und dreht den eigentlich nur hoch, Hahn spannen, schießen. Okay, Hahn spannen wäre dann schon die Steigerung. Also nochmal, das ist Waffe übergeben. Okay. Das ist die einfache Variante. Kippen, hoch, Hahn spannen. Ist relativ einfach. Und jetzt mal mit Hahn spannen. Okay. Aus dem Holster kippen lassen, rum, Hahn spannen. Sieht, wenn es flüssig und schnell läuft, wahrscheinlich recht spektakulär aus. Kennt man aus verschiedenen Western. Ich habe es irgendwo mal bei Clint Eastwood gesehen, ich weiß nicht mehr wo. Aber ist nicht so dramatisch. Nein. Yes. Das Ganze kann man natürlich auch noch schöner machen, indem man noch einmal dreht. So, weiter geht's. Letztes Mal haben wir einen Wurf gemacht und wir wollten den heute noch ein bisschen ausschmücken, die Wurfvariante ein bisschen komplizierter machen. Zeig mal. Was machen wir schön jetzt? Und zwar, wir hatten ja den Ablauf schon mal am Anfang mit den Wurfübungen. Ja. Und das Ganze kann man noch komplettieren, indem man den Revolver einfach noch schräg in die Luft wirft. Also man hat wie diesen, nur seitwärts, einfach wieder den Finger, beziehungsweise, ja, womit du arbeitest. Und dann lässt du den einen ganz kleinen Druck hier drauf ausüben und lässt den in der Luft einfach einmal drehen. Der Finger gleitet hier dran lang. Okay, ich probier mal.
fast. Auch der ist nicht ganz so schwer. Da stellst du fest, das ist derselbe Wurf wie dieser. Man lässt den Finger drin lang gleiten. Nur seitwärts. Man kann das ganz langsam üben. Man kann das ganz langsam üben, indem man hiermit anfängt und immer schräger geht, bis du irgendwann in diese Schräglage kommst und den dann seitwärts wirfst. Generell muss man sagen, das ist auch alles kein Hexenwerk. Gibt wenig vorbereitende Übungen oder so, die man machen kann. Ist halt wirklich einfach nur üben, üben, üben. Und irgendwann hat man es dann. Und für den Anfang vielleicht nicht gleich die teuersten und besten Waffen nehmen, sondern auch mal eine, die mal runterfallen darf. Dann man hat sie gesehen, das geht relativ schnell. Okay, geh lieber in Sicherheit. Ja. Aber funktioniert so halbwegs. Ne? Und immer schön weit weg vom Körper wegen der Sicherheit. Ja. Man schlägt sich auch schnell mal die Zähne aus, wenn man zu nah rankommt. Am Anfang kann man erstmal weit weg vom Körper arbeiten, ehe man dann hier irgendwo ist. Okay, supi. Ich denke, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann wieder in Folge 4. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, ich wiederhole es gerne nochmal, schreibt es unten in die Kommentare, abonniert den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Folge. So long!